So, und da geht's weiter mit Alan Wake. Auf dem Weg, wie man schon sehen kann, oben links zum Mirror's Peak. Überall Chaos und Verwüstung. Was war das? Achso. Einfach mal auf Nummer sicher. Ich weiß nicht mehr, ob wir gleich nochmal einen Rückwärtsgang antreten müssen. Bevor ich dann nämlich genau beim Big Rennen reintrete. Ah, ich würde sagen, wir lassen die hochkommen. Alle dry zusammen. Bleib mal stehen. Lass mal deine Kollegen hier nachkommen. Oh, hab ich deine. Das war ja mal gar nichts. Voll da hinten geballert. Nein, jetzt ausgerechnet, jetzt muss ich nachladen. Die standen gerade so gut. Ich hab gedrückt. So ein Arsch. Aber ich habe echt gedrückt. Hat er nicht reagiert. Naja, ist ja wurscht. Ich lebe noch. Ich starrte durch die Gitterstäbe der Gefängniszelle. Barry stand hinter mir und wippte auf seinen Füßen. Er sah so elend aus, wie ich mich fühlte. Agent Nightingale stand mit Sheriff Breaker auf der anderen Seite der Stäbe und hielt Manuskriptseiten in der Hand. Überdreht prahlte er, jetzt habe ich sie, Raymond Chandler. Es ist alles hier, alle Beweise. Inklusive denen für eine Verschwörung zur Ermordung eines Bundesagenten. Raymond Chandler, also jedes Mal ein anderer Name. H.P. Lovecraft, Dan Brown. Geht da? Ah, ich muss da lang. Ich glaube, hier gibt es noch was zu holen. Außer die Thermoskanne. Ich glaube, hier war noch eine Kiste. Da, oder? Ja. Wusch, wusch, wusch. Trust no one. Mache ich nicht. Mache ich, meine ich. War sowieso nie. Kommt noch einer? Alter. Da kommt noch einer mit. Auch könnten die anderen nochmal bitte dazukommen, das ist doch alles unnötig. Der geht schon wieder in die Karpaten, warum? So eine Schille. Warum fliegen die so übertrieben weit? Nein! Ich bin ein Idiot. Egal. Das war jetzt mal egal. Das war einfach nur egal. Hat keiner gesehen. Zeugen haben sich sowieso gerade aufgelöst. Also von daher alles gut. Ich hatte keinen wirklichen Plan. Ich würde dem Entführer die Manuskriptseiten geben, die ich für Alice hatte. Wenn das nicht genügte, würde ich ihn mit der Waffe zum Reden bringen. Pumpgun.
Nee. Wie viel Schuss hat denn die Pumpgun? Ich weiß das gar nicht mehr. 25. Ist aber die Reichweite nicht so geil. Nee. Ich glaube, hier zählt das alte, das gute alte Motto, alle Wege führen nach Rom. Also alles der gleiche. Alles der gleiche Pups. Ja, ist ja mal gut. Hört ja gar nicht mehr auf. Ich glaube, wenn ich ein Leben lasse, ist es ein bisschen entspannter, als wenn ich jetzt immer wieder alle wegbrezel. Ne, du spazierst einfach mal mit. Boah, voll umzingelt. Endlich. Das Dunkel bewegte sich dort vorn in dieselbe Richtung, die ich gewählt hatte. Ein kaltes Gefühl machte sich in meinem Bauch breit. War es hinter Alice her? Oh, guck mal, ein Gräber. Wahrscheinlich von den Minenarbeitern. Ja, höchstwahrscheinlich. Schon so alte, ganz alte. Die Nachtschicht kann Krieg verursachen. Oh, die sind scheiße, die Typen. Ja, komm her. Oder steckt auch gut ein. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Radar. Warte mal. Ist da nicht in der Hütte was Schönes? Naja, kleiner Mini-Checkpoint. Der Ort war ausgestorben. Eine Geisterstadt. Vielleicht seit Jahrzehnten oder einem Jahrhundert. Hä? War das schon immer so? Das ja, das. Das war mir bekannt, aber jetzt gerade davor, hm? Die Dinge waren im echten Leben nie so einfach wie in der Fiktion. Unzählige Male hatte ich mir gewünscht, es möge einen eindeutigen Grund für meine Schreibblockade geben, damit ich mich auf ihn stürzen und ihn bekämpfen konnte. Aber nein,
Zweifel nagte an mir. Ich war nicht wie der Held aus meinen Büchern. Alex Casey war unbeirrbar und entschlossen durchs Leben geschritten und nie von seinem Ziel abgekommen. Selbst jetzt war ich wütend auf mich, auf Alice, auf Barry. Ich tastete mich blind und planlos durchs Dunkel. Sind wir jetzt... Die Mietstadt Great Peak wurde 1928 gegründet und war eine der Siedlungen, die die Bright Falls Mining Company für ihre Arbeiter errichtete. Der Friedhof in der Nähe ist ein Zeugnis für die Gefahren, denen die Bergleute täglich ausgesetzt waren. Die meisten Männer, die im Laufe der Zeit ihr Leben hier verloren, wurden dort begraben. Eine düstere Mahnung zur Vorsicht für alle Hinterbliebenen. Grey Peak George wurde fast über Nacht verlassen, als die Bright Falls Mining Company 1970 ihre Tore schloss. Sag ich doch, das war ein alter Friedhof. Und nicht irgendwie so ein Hirngespinst, ne, oder so in der Richtung. Macht ja auch mal ganz gerne das Böse. Und Sachen zeigen, die eigentlich gar nicht da sind. Einfach um uns Angst einzujagen, aber in dem Fall, nö, nö. Ist alles so da. Oh nö. Ah, ich häng. Fieser Scheiß, auf jeden Fall. Oh, ich würde mich hier so zukacken, aber so dermaßen. Wenn einmal einfach so ein Waggonteil auf einen zufliegt und dann noch so, boah, schwebt dann noch. Nee, das ist schlimmer als die Typen. Nee, doch nicht. Erst gedacht, die Mine wäre da offen. Nehmen. Ach, Schlüssel. Stinknormaler Schlüssel. Naja, so lange hier so gemütlich in den Sessel hocken, Buch lesen. Fernsehen gucken. Alles außer Schreiben ist ein Kampf. Ich fühle mich krank. Ich habe es geschafft, nach unten zu gehen. Dort ist ein Schuhkarton mit Büchern und Dokumenten von Thomas Zane. Es fiel mir schwer, aber ich habe einiges gelesen. Er ist ein guter Dichter. Er schreibt von Musen und Schöpfern, Beschwörungen an einem magischen See und seiner Macht, die Welt zu formen. Von Götterreichen, Träumen und Dämonen. Von dunklen Wesen, die darauf warten, in menschlichen Körpern verborgen zu uns herüberzukommen. Zane schreibt über sich selbst, die Vereinnahmung seiner Freundin durch das Dunkel und über seine Angst vor dem See. Zane glaubt, dass er ein Spiegel der über uns liegenden Leere ist, wo eine grausige Kreatur lauert. Ich kroch wieder nach oben.
Ich werde die Ideen übernehmen. Sie klingen richtig. Sie passen. Jagdgewehr, jawohl. Definitiv nehme ich das mit. Definitiv. Entschuldigung. Oh. Hört ja gar nicht auf. Ja, das ist immer an unseren Fersen, ne? Also lässt echt nicht locker. Können wir machen, was wir wollen. Haftet wie Kaugummi. Der Entführer hatte mir eine SMS geschickt. Die Nachricht war voller Schreibfehler und Beleidigungen gewesen. Er befahl mir, ich solle mich gefälligst beeilen. Eieiei. Oh. Und nicht runterfliegen. Ich wollte gerade sagen, da geht's aber tief runter. Ja, war klar. Ja, das war klar. Das war zu schnell, zu hastig. Vögel. Boah, fliegt einfach mal durch. Wird einfach ignoriert. Na, wenigstens den Vogelschwarm los. Ja, die schicken auch wirklich ein. So richtig durchs Horror-Klischee, ne? Dunkler Wald, Nebel, Friedhof, Geisterstadt, jetzt Mine. Aber cool. Ist ja nicht so, dass da ruhig durch Granatmo aufsteigt, aufkommt. Ohne jede Vorwarnung schlug der Kopfschmerz in meinem Gehirn ein. Mir reicht's. Nichts wie raus hier. Die Jäger waren groß und stämmig, selbstsicher und mit den Wäldern vertraut. Sie fühlten sich gut und unterhielten sich bis in die Nacht mit Bier und Geistergeschichten. Doch es nützte ihnen nichts, dass sie das Dunkel tief in eine Finsternis zog, die schlimmer war als jede Geistergeschichte, die sie je gekannt hatten. Oh Gott.
Also können wir uns schon mal drauf gefasst machen, gleich gibt es wohl eine Sonderbehandlung. Oder später. Ja, ich habe aber eigentlich auch auf eine Kiste gehofft. In der Mine da gerade, also in dem Abschnitt, aber Pustekuchen. Selbst hinter den geschlossenen Türen und Vorhängen seines schmutzigen Zimmers im Majestic, dem hiesigen Motel, spürte Nightingale die Blicke der Einheimischen, den eisernen Druck ihres Urteils. Er verdrängte es. Sie konnten alle längst unter Wakes Bann stehen. Man tut, was man muss, um den Job zu erledigen. Die Flasche in seiner Hand spendete ihm Trost. Bitte, dachte er, lass mich das nur durchstehen. Ich sag's immer wieder, Alter. Was für ein Agent, Vorbild. Absolut Lehrbuch, reif. Lass mich das durchstehen, Freunde. Der für Wahnvorstellungen hat, alle stehen unter Wakes Bann. Oh oh, da sind die Jäger. Und ich krieg voll aufs Fressbrett. Aber mal übelster Sorte. Na gut. Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt. Und ein optionaler Weg hat sich geöffnet. Okay. Den gehen wir im nächsten Part dann an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part wieder mit dabei seid. Tschüss, bis dann.